Liebe Freunde aus nah und fern, nächste Woche ist es soweit. Das vierte Chef Alps Zürich, Stage One findet statt, bereits zum vierten Mal. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir sind auf dem Weg nach Zürich, ins Unterland. Es kommt der Gegensuch. Wie gesagt, im Winter haben wir einen Haufen Zürcher, einen Haufen Unterländer uns da. Heimsuchen, jetzt zur Strafe gehen wir zurück. Und bringen ihnen ein bisschen Kochkultur auch näher, avantgardistisch, innovativ, kreativ, was so auf dem Gastronomieplanet abläuft. Und wir sind hier umgeben von sehr illustren Köchen. Das sind eigentlich die ganzen Who's Who von der avantgardistischen Küche aus Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Und wir sind sehr stolz, dass wir hier ein sehr illustres, wie gesagt, Teilnehmerfeld gewinnen können. Jeder von den teilnehmenden Chef hat eine Bühnenshow von einer knappen Stunde zur Verfügung, wo er seine Philosophie, seine Produkte, seine Technik, seine Signature Dishes kann darbieten. Und das ist eigentlich, das Ganze findet statt in Zürich-Oerlikon, wie gesagt, am Sonntag und am Montag, 7. und 8. Juni. Das Auditorium umfasst rund 1000 bis 1500 Personen. Je nachdem rechnen wir meistens, die letzten Jahre haben wir 12 bis 1300 Leute jeden Tag. Das ist sehr schön. Wir hoffen, dass wir natürlich können übertreffen. Es wird auch die ganze Fachwelt, es werden sehr viele Gastronomen dort sein, Restaurateure, Küchenchef aus der Foodindustrie, aus der ganzen Lebensmittelbranche. Auch zum Netzwerken, zum sich treffen, zum sich schlau machen, zum sich ein bisschen weiterbilden, zum Ideen kriegen. Und das geht das Ganze. Das Ganze sollte uns auch weiterbringen und neue Inspirationen, neue Ideen geben und das Ganze ein bisschen auch in Frage stellen. Wir haben da ganz schräge Sachen drunter, werden Sie dann sehen. Der Österreicher zum Beispiel, der Ruder ist ganz ein heißer Typ. Wir haben auch den Herr Geissler, das ist der Nachwuchstalent aus der Schweiz. Aus Uznach wird uns dort unterstützen. Unsere lieben Freunde, Norbert Niederkofler, Heinz Reitbauer und Andreas Caminar, das sind unsere Botschafter, die werden auch präsent sein. Auch sie werden sich dort unter das Publikum mischen und dort ihren Senf dazugeben. Also alles in allem, es gibt eine spannende Sache, ich freue mich riesig. Die Koffer sind gepackt. Sandwich auch, es kann also losgehen, wir sind bereit. Ich hoffe, dass viele von euch auch den Weg dorthin finden. Wie gesagt, Zürich-Oerlikon Stage One, es ist ein öffentlicher Anlass. Alle Food-Interessierten sind herzlich willkommen. Hobbyköche, Gastronomen, möchte gerne Gastronomen oder solche, die das noch werden möchten, sind herzlich eingeladen. Und wir freuen uns auf einen tollen Anlass und sind überzeugt, dass man dort sicherlich etwas bewegen kann und etwas neue Eindrücke, neue Impressionen, auch wenn es ein bisschen provokativ ist, zum Teil, was auch sein sollte, mit heimnehmen könnt. Schön, dass ihr dort seid. Ich freue mich auf Zürich.